Sehr geehrte Damen und Herren, dass ich Ihnen heute zum Thema die Aufgabe von Kunst und Kultur in Zeiten gesellschaftlicher Veränderung sprechen darf, freut mich. Freut mich sogar sehr, denn es gab Zeiten in Österreich, in denen offene, ehrliche und kritische Worte verboten waren, bestraft wurden und sogar den Kopf kosten konnten. Wenn wir nach Deutschland schauen, können wir hören, dass ein Herr Gauland von der AfD bei einer Pressekonferenz am 28. Oktober auf Björn Höcke angesprochen wurde, sagte: Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit in manchen Dingen für mich zu weit geht. Ich bin froh, in einem Land leben und arbeiten zu können, das die Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes hochhält und diese Freiheit in der Verfassung auch garantiert. Das alles ist nicht selbstverständlich. Das alles ist uns nicht in den Schoß gefallen. Dafür haben viele Menschen gekämpft. Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, darunter sicher auch einige Dichterinnen und Dichter, Malerinnen und Maler, Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker sowie Bildhauerinnen und Bildhauer. Friedrich Schiller legt in seinem Gedicht Die Künstler den Kulturarbeitern eine große Verantwortung auf die Schultern. Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie. Sie singt mit euch wird sie sich heben. Große Worte. Passen die noch in unsere Zeit? Wenn man mit offenen Augen durch unsere Zeit geht, fällt auf, dass die Verbindung zwischen den Zeiten, die Tür zwischen dem Heute und dem Morgen und dem Gestern nicht gut geölt ist. Sie knarrt und quietscht, geht nicht mehr wirklich auf. Jugendliche wissen wenig von den Alten, die Alten kümmern sich nicht um die Probleme der Jungen und die Jungen wissen nicht, was sie in den nächsten Jahren noch alles erwartet. Als ich vor rund 8 Jahren die medizinischen Experimente eines Dr. Heinrich Gross auf die Bühne bringen wollte und bei den Recherchen auf sein Opfer Friedrich Zavril traf, wurde ich auch getroffen. Getroffen von der Erkenntnis, wenig bis nichts von dieser Zeit zu wissen. Jahreszahlen, Statistiken, ja, das haben wir gelernt in der Schule. Aber was wirklich in Österreich von 1938 bis 1945 abging, das erfuhren wir in der Schule nicht oder kaum. Wir erfuhren nicht, dass sehr viele Österreicher in führenden Positionen im Naziregime an der planmäßigen Ermordung von Juden und Regimegegnern beteiligt waren und dann in der Zweiten Republik wieder an den Schalthebeln der Macht saßen. Wir erfuhren aber auch nicht, dass es in Österreich organisierten Widerstand gegen Hitler gab. Ich saß einem alten Mann gegenüber, der mich anlächelte und mich anhielt, ihn doch zu fragen. Meine Hemmung, ihn über diese Zeit zu interviewen, die für ihn so schrecklich war, schwand allmählich und er begann zu erzählen. Er erzählte über das schwere Leben seiner Mutter, die mit wenig Geld den großen Hunger ihrer Kinder zu stillen versuchte, über die Delogierung, die die Familie zerriss, von der Kinderübernahmestelle und den Kinderheimen und von der Gewalt, die dem Elektriker Herrn Schwarz angetan wurde, weil er Jude war. Es ist Friedrich Zavril gelungen, mit Hilfe des wunderbaren Dr. Werner Vogts, den in der österreichischen Justiz bestens verankerten und vielbeschäftigten Gerichtsgutachter Dr. Heinrich Gross als Kindermörder zu entlarven. Friedrich Zavril kämpfte um die offizielle Bestattung aller Präparate, die Dr. Heinrich Gross von seinen Opfern angefertigt hatte. Nach 60 Jahren wurde das, was von den Opfern übrig geblieben war, 2002 am Wiener Zentralfriedhof bestattet. Friedrich Zavril erzählte die Geschichte seines Lebens vielen Schülerinnen und Schülern direkt, ohne Vorwurf, ohne Besserwisserei. Gebannt hörten sie ihm zu. Er wollte den Jugendlichen zeigen, dass es auch anders geht, dass jeder Mensch respektvoll zu behandeln sei und dass man wachsam bleiben müsse gegen Hass, Neid und Gleichgültigkeit. Es ist geschehen und es geschieht nach wie vor. Und es wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht, sagt Erich Fried in seinem Gedicht, Was geschieht. Mit Angst erfahre ich, dass menschenverachtendes, rassistisches und geschmackloses Liedgut, gesammelt in Liederbüchern von deutschnationalen Burschenschaften und auch von katholischen Kartellverbänden, heute noch in Kellern und auf Buden, in der Steiermark, in Wien und Niederösterreich bierselig gegrölt wird und dass das keine oder kaum Konsequenzen nach sich zieht.
wird man das vielleicht morgen schon wieder auf der Straße hören? Und es wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht. Im Oktober des heurigen Jahres veröffentlichte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein Urteil gegen die Republik Österreich. Weil die österreichische Justiz den guten Ruf eines ehemaligen Häftlings des KZ Mauthausens nicht schützen konnte oder wollte. In dem Text hatte Fred Duswald in dem rechtsextremen Monatsmagazin Die Aula die im Jahr 1945 befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen als Landplage und Massenmörder bezeichnend, die plündernd durchs Land gezogen seien, so der Standard vom 10. Oktober 2019. Weiter im Standard. Der Fall sorgte bereits im Dezember 2015 für Empörung, weil die Staatsanwaltschaft Graz das strafrechtliche Verfahren gegen den Autor eingestellt hatte. Die zuständige Staatsanwältin begründete das damit, dass es nachvollziehbar sei, dass die 1945 befreiten Häftlinge aus dem KZ Mauthausen eine Belästigung für die Bevölkerung darstellten. In der Februarausgabe 2016 der Aula berichtete derselbe Autor über die Einstellung des Strafverfahrens und wiederholte seine Diffamierung aus dem Jahr 2015 wortwörtlich. Daraufhin brachte der heute 96-jährige Holocaust-Überlebende Abba Levit gemeinsam mit 9 anderen Überlebenden, die alle in Konzentrationslagern inhaftiert gewesen waren, wegen dieses Artikels einen Antrag nach Mediengesetz gegen die Aula und ihren Autor ein. Dem rechtsextremen Blatt wurde üble Nachrede und Beleidigung vorgeworfen. Im medienrechtlichen Verfahren entschied das Oberlandesgericht Graz jedoch wieder gegen die Interessen der überlebenden KZ-Häftlinge. Levit zog dagegen als alleiniger Beschwerdeführer mit Unterstützung der Grünen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nun ist es da, das Urteil. Österreich ist verurteilt und muss Strafe und Verfahrenskosten bezahlen. Wem ist... Ja. Wem ist daran gelegen, die Opfer von damals noch immer zu verleumden und schlecht zu reden? Wer hat Angst vor der Wahrheit und vor der Verantwortung, die man für das Geschehene übernehmen müsste? Für viele sind Flüchtlinge und Immigranten Feindbilder. Die Angst vor dem großen Bevölkerungsaustausch wird geschürt. Keiner oder wenige kommen auf die Idee zu erklären, warum die Menschen bereit sind, alles, sogar ihr Leben zu riskieren, um in sichere Europa zu kommen. Da gibt es Landesräte, die den Traum eines mit Stacheldraht umzäunten, von Hunden bewachten und mit Kameras bewachten Lagers träumen, um darin minderjährige Flüchtlinge festzuhalten. Nach zahlreichen Protesten wurde das Heim in Drassenhofen endlich geschlossen. 600.000 Euro Steuergeld bekommt nun der Landesrat Gottfried Waldhäusl weiterhin für Securities, um Flüchtlingsquartiere nächtens zu bewachen. In einer Anfragebeantwortung im April des heurigen Jahres an den Niederösterreichischen Landtag erklärte Waldhäusl: Der gegenständlichen Maßnahme liegen keine polizeistaatlichen Daten, sondern vielmehr sicherheitspräventive Überlegungen zugrunde. Betroffen werden von dieser Maßnahme Quartiere sein, in denen sonderbetreuungsbedürftige Personen untergebracht werden. Die Macht der Sprache. Was ist sonderbetreuungsbedürftig? Wer garantiert, dass aus einer Sonderbetreuung keine Sonderbehandlung wird? Produziert Sprache Bewusstsein oder Bewusstsein Sprache, fragt sich der Autor Werner Schwab. Ein unbedachtes Wort vom US-Rückzug des amerikanischen Präsidenten löst im syrisch-türkischen Grenzgebiet eine Kettenreaktion aus, die wieder hunderttausende Menschen in Bewegung setzt. Die US-Soldaten schützen nun auf Geheiß ihres Präsidenten Ölquellen. Dieser Präsident, der nur sein Land wieder groß machen will, hat viele Bewunderer, auch in Österreich. Was aber kann nun die Kunst bewirken? Viel. 1961 hielten Karl Merz und Helmut Qualtinger mit ihrem Stück Der Herr Karl den Österreichern und Österreicherinnen einen kristallklaren Spiegel vor das Gesicht. Keiner wollte sich darin anschauen. Morddrohungen an die Autoren war die Antwort. 1997
strahlte der ORF die Staatsoperette von Franz Nowotny und Otto M. Zickern aus. In dieser Operette wurden die tragischen Entwicklungen in der Ersten Republik thematisiert. Ein Aufschrei ging durch das Land. Die lang schwerende Eiterbeule des Nicht-darüber-reden-wollens drohte aufzubrechen. Man fragte sich im Club 2, ob die Autoren einen Kirchenkampf wollen. 1988, genau vor 31 Jahren und 4 Tagen, fand im Burgtheater die Uraufführung eines Theaterstückes von Thomas Bernhard statt, Heldenplatz. Vor der Uraufführung machten die Medien bereits Druck auf den damaligen Burgtheaterdirektor Klaus Peimann. Die kleine Zeitung Graz zum 30. Jahr Jubiläum der Heldenplatzpremiere am Burgtheater. Die Politik spielte mit, anstatt zu beruhigen. Der damalige Vizekanzler Alois Mock wünschte sich, dass die Verantwortlichen nicht versagen. Und zwar nicht für ein Aufführungsverbot, war er nicht, sah aber allerdings nicht ein, weshalb eine globale Beschimpfung Österreichs auch noch mit Steuergeldern finanziert wird. Ex-Kanzler Bruno Kreisky sagte, das darf man sich nicht gefallen lassen. Er meldete sich ebenso zu Wort wie Bundespräsident Kurt Waldheim, eine grobe Beleidigung des österreichischen Volkes. Der damalige FPÖ-Bundesparteiobmann Jörg Haider missbrauchte ein Zitat Karl Kraus, hinaus mit diesem Schuft aus Wien. Niederösterreichs Landeshauptmann Siegfried Ludwig sprach sich für ein Verbot der Aufführung aus. Die Vereinten Grünen Österreichs forderten die Absetzung von Peimann als Direktor. Unterrichtsministerin Hilde Havlicek hielt dagegen und erklärte, was am Burgtheater aufgeführt werde, sei Sache des Direktors und es werde keine Zensur geben. Das Stück wurde trotz Störversuchen, auch Ex-Vizekanzler H.C. Strache protestierte damals lautstark von den Rängen, zu Ende gespielt, heftig bejubelt und wurde zu einem Erfolgsstück, das über 120 Mal aufgeführt wurde. Elfriede Jelinek, die für ihre engagierte Wortkunst 2004 den Nobelpreis verliehen bekam, bezog oft zum aktuellen Geschehen in unserem Land Stellung. Sie wurde als Nestbeschmutzerin bezeichnet. Sie war und ist aber eine Kassandra, die mahnt. Sie mahnt vor Zeiten vielleicht wie diesen. Ihr neues Stück Schwarzwasser nimmt auf das, was auf Ibiza geschehen ist, Bezug. Kunst bewegt und regt auf. Kunst sensibilisiert und fordert heraus. Kunst provoziert Menschen, um in ihnen Gefühle und Gedanken zu produzieren. Kunst bringt Menschen weiter im Denken, Fühlen und Handeln. Doch die Kunst darf sich nicht nur im sicheren Rahmen der Hochkultur bewegen, sie muss auch hinaus zu den Menschen gehen und für Humanismus, Menschenrechte und vor allem Menschenwürde kämpfen. Vielen Dank. Danke.